Hey, ich bin Matthias und es ist Zeit zum Rasenmähen, denn das Gras hört einfach nicht auf zu wachsen. Und wenn ihr da keinen Bock drauf habt oder, keine Ahnung, eure Kinder sich einfach vehement weigern, gibt's jetzt ganz neu die Lösung von Bosch, und zwar der Indego S Plus 400. Und den schauen wir uns heute mal an. Bevor wir jetzt das Paket hier aufmachen, warum solltet ihr aufgeregt sein über den Bosch Indego S Plus 400? So eine Hauptfunktion, ist auch meine Lieblingsfunktion, das ist, das Ding hier fährt Bahnen. Das heißt, wenn ihr euren Garten einmal abgesteckt habt, dann fährt er einmal im Kreis rum, schaut sich alles an, vermisst euren Garten bzw. die Fläche, wo er dann mäht. Das heißt, in der App könnt ihr dann noch richtig eine Karte sehen und dann fährt er eben nicht wie so chaotisch kreuz und quer darum, sondern zieht ganz klare Bahnen und ist damit bis zu 30% schneller als andere Mähroboter, die halt im Chaos-Prinzip fahren. Das ist definitiv ein Killer-Feature. Ein anderes super cooles Feature ist, dass ihr für diesen Roboter kein WLAN-Netzwerk oder irgendwas braucht, um ihn mit Informationen zu füttern, beziehungsweise damit der Roboter seine Updates bekommt. Denn die Basisstation, also der Parkplatz für den Bosch Indego, der hat einen eingebauten GSM-Chip und ist damit mit dem Internet verbunden. Und so kriegt der Bosch Indego auch, ohne dass ihr da irgendein WLAN-Netzwerk einrichtet, seine Updates und ihr könnt den steuern. Ihr habt ein Netzteil, ihr habt einen Draht, dann habt ihr, ne, wie gesagt, ihr habt Schrauben, um die Basisstation festzumachen. Die drehen sich einfach so ins Gras. Ihr braucht diesen Begrenzungsdraht, der geht einmal erst durch die Station durch und dann macht ihr halt eine Runde um den Garten rum und kommt dann wieder an. Den Begrenzungsdraht könnt ihr entweder auf die Wiese legen und wenn ihr das macht, dann müsst ihr das halt mit diesen Heringen hier festmachen. Ich zeige euch mal. Hier sind so ganz viele hintereinander, ne? Ein so ein Hering sieht so aus und das könnt ihr einfach so mit der Hand reindrücken oder mit dem Fuß schön nah an den Boden, dass der Draht wirklich flach liegt. Und so könnt ihr das über dem Rasen verlegen. Dann schauen wir uns mal an, was noch im Karton drin ist. Als erstes ganz wichtig, die Anleitung. Und wenn ihr keinen Bock habt, da irgendwie tief reinzutauchen, haben wir auch noch ein Installationsvideo, was ihr euch anschauen könnt. Das ist dann verlinkt unten oder hier. Irgendwo, da könnt ihr auch nochmal draufklicken. Und jetzt schauen wir uns doch mal das gute Stück selber an. Das ist er nun, der Bosch Indego S Plus 400. Anders als andere Rasenmäher-Roboter, die ich gesehen habe, die ein bisschen mehr heftig, ein bisschen mehr panzermäßig sind, ist der hier wirklich sehr elegant, schöne Form. Es ist alles hier Plastik, aber gut, das ist bei allen so. Es ist jetzt kein negatives Merkmal, alles wunderbar. Er ist einfach zu bedienen. Man sieht auch die ganzen Sachen, die es gibt, die sind hier sofort zugänglich. Nicht wie bei anderen, wo man manchmal noch eine Klappe aufmachen muss oder irgendwas. Das ist alles direkt hier. Also, wo wir das gute Teil jetzt hier stehen haben, gucken wir uns noch mal ein bisschen an, was kann der Indego. Der hat natürlich einige Funktionen drin, die jeder gute Rasenmäher-Roboter, der was auf sich hält, hat und auch haben muss. Und zwar ist es einmal ganz basic eine Diebstahlsicherung, dass ihr hier einen PIN eingeben könnt und wenn jemand versucht, den Roboter hochzuheben oder wegzunehmen, dass er dann danach nichts weiter machen kann, weil man muss erst einen PIN eingeben. Dann natürlich, wie andere Mähroboter auch, hat er die Sensoren, dass er nirgendwo gegenstößt, beziehungsweise wenn er irgendwo gegenstößt, dann vorsichtig und wieder zurückfährt und drumherum fährt. Dann hat er natürlich einen Kalender, und zwar hat er einen Auto-Scheduling-Kalender. Das heißt, ihr könnt natürlich Zeiten festlegen, aber wenn ihr das nicht wollt und den Bosch das machen lasst, dann macht er das sehr gut selber und zwar sehr smart. Dafür nimmt er nämlich ein paar Daten. Und zwar nimmt er sich einmal Wetterdaten, wie ist das Wetter und wie wird das Wetter werden. Dann vermisst er euren Rasen. Das heißt, wenn er da einmal so rumfährt und sich das alles anschaut und den Draht abfährt, vermisst er wirklich tatsächlich euren Rasen und weiß dann, wie groß ist die Fläche, die ihr da abgesteckt habt, wie viel Quadratmeter sind das, was ist die Form. Also letzten Endes, wie ist das Wetter, wie schnell wächst das Gras wahrscheinlich, wie hoch oder wie viel schneide ich davon ab und wann müsste ich wieder losfahren, damit der Rasen immer auf einer konstanten schönen Höhe bleibt. Das andere Killer-Feature neben diesem Smart Scheduling ist Logi-Cut. Die meisten Roboter fahren im Chaos-Prinzip. Das heißt, die nehmen dann den Begrenzungsdraht eben als Grenze und fahren dann in dieser Fläche chaotisch rum und mathematisch besagt das, irgendwann bist du fertig und hast jede Ecke erreicht mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Das dauert aber relativ lang. Der Bosch Indego macht es nicht. Der, wie gesagt, kartiert euren Rasen und fährt dann ganz klare Bahnen. Das könnt ihr auch wunderbar
sehen, also der Unterschied ist sofort klar, der fährt einfach gerade Bahnen ab und dadurch ist er halt viel, viel, viel schneller fertig als die anderen. Was heißt viel, viel, viel? Bis zu 30% schneller als andere Rasenmäher und das ist halt wirklich eine sehr coole Sache. Wenn ihr euch hier gefragt habt, wie kann das Ding so klein sein und wo geht der ganze Rasen hin? Der mäht ganz anders, als ihr das machen würdet, nämlich viel häufiger. Dadurch, dass er viel häufiger mäht, mäht er nicht irgendwie so ein Stück ab, sondern jedes Mal nur so ein Stück. Das bisschen bleibt dann auf dem Rasen liegen und ist gleichzeitig wieder ein Dünger dafür, dass der Rasen gut und besser wächst. Also das ist so ein bisschen der Hauptunterschied. Wenn ihr jetzt sagt, ah, Rasenmähen ist natürlich immer so eine laute Geschichte und da kann ich sowieso ja nicht irgendwie mich entspannen im Garten liegen oder sowas, also da müsste ich sowieso warten, bis er fertig ist, das stimmt nicht ganz, weil der Bosch Indego, ähnlich wie fast alle Rasenmäher-Roboter, die wir gesehen haben, ist so leise, dass es eigentlich nicht stört. Wie lange fährt der Roboter? Der Indego fährt circa 30 Minuten mit einer Akkuladung, das sind dann circa 35 Quadratmeter Fläche. Dann fährt er automatisch wieder zurück auf seine Ladestation, lädt wieder auf, das dauert ungefähr 45 Minuten und fährt dann einfach weiter. Natürlich, wenn er schon fertig ist, fährt er einfach wieder zurück nach Hause und wartet dann da bis zum nächsten Grasschneidetermin. Natürlich, es wäre kein smarter Rasenmäherroboter, wenn ihr das ganze Ding nicht mit einer App steuern könntet. Es gibt die App für beide Systeme, Android und iOS, und da könnt ihr dann einfach hier den Schedule machen, den Plan machen, ihr könnt den Roboter starten, stoppen. Für die Einrichtung ist es natürlich auch interessant. Und wenn ihr aber noch nicht mal eure Hände benutzen wollt, sondern das Ganze mit Sprache machen wollt, dann könnt ihr das mit Alexa tun. So, dann schauen wir uns das Gerät doch nochmal ein bisschen im Detail an. Und zwar haben wir hier ein relativ einfach zu verstehendes und übersichtliches Bedienfeld, Bediensystem. Nicht viele Knöpfe. Wir haben einmal hier den Knopf. Was war das? Das waren die Messer unten drunter. Und hier kann man quasi die Schnitthöhe festlegen. Das hier, nicht zu verkennen, ist die Stopptaste. Da hält er dann einfach sofort an. Und den Rest bedient ihr dann einfach hier mit den Knöpfen um den Bildschirm herum. So, schauen wir uns das Gerät nochmal von unten an. Und wenn ihr euch jetzt wundert, oh, warum ist denn der Indego so voller Gras? Hat er schon im Garten gespielt? Ja, hat er schon. Wir haben jetzt ehrlich gesagt ein bisschen geschummelt beim Unboxing, denn wir haben den schon einmal unboxed, um ihn einfach ausführlich zu testen, im Garten fahren zu lassen, ihn da zu installieren und um euch jetzt letzten Endes diese ganzen Sachen erzählen zu können. Und da haben wir auch noch ein anderes Video gedreht, wo wir ein paar Rasenmäher miteinander verglichen haben. Auch das findet ihr in der Infobox verlinkt oder hier oben irgendwo, da könnt ihr auch nochmal schauen. Letzten Endes auch hier jetzt nicht so wahnsinnig viel Überraschendes. Wir haben die beiden großen Räder, mit denen er fährt und die das Ding steuern. Zwei Räder, die darauf aufpassen, dass er nicht umgibt. Und dann haben wir hier die ganzen Messer. Und das Zuhause vom Indego sieht so aus, relativ einfach. Der fährt dann hier gerade drauf. Und das war's. Quizfrage, wofür steht die 400 im Namen des Bosch Indego S Plus 400? Genau, für die Quadratmeterzahl, denn der ist für Gärten mit ca. 400 Quadratmetern ausgelegt. Und was heißt das, wenn euer Garten ein bisschen größer, ein bisschen kleiner ist, ist jetzt kein Drama, aber es hat natürlich was mit dem Akku zu tun und mit der Zeit und wie lange fährt, weil natürlich je größer der Garten ist, irgendwann kriegt er das nicht mehr hin, beziehungsweise dauert das so lange, weil natürlich, wie gesagt, der fährt ca. 35 Quadratmeter ab und muss dann laden. Was ist das Fazit für den Bosch Indego S Plus 400? Es ist ein sehr schickes Gerät, muss man wirklich sagen. Wir haben uns einige Rasenmäherroboter angeschaut und auch wenn wir mittlerweile an dem Punkt sind, dass keiner von denen, die wir getestet haben, wirklich schlecht ist und im Vergleich zu den anderen einfach ein grottiges Ergebnis liefert, hat der Bosch doch sehr viele schöne Features, wie eben dieses Auto Smart Scheduling oder Smart Mowing. Das ist einfach sehr smart und sehr cool und sehr zukunftsweisend. Gleichzeitig eben die Sache, dass er nicht mehr wie chaotisch durch den Garten eiert, sondern klare Bahnen fährt, ist sehr gut. Er hat ein schickes Design, er ist wirklich einfach zu bedienen, sei es hier drauf, sowie auch mit der App. Es geht sehr einfach. Dann die Sache mit der Kartografie ist auch etwas, was absolut für den Bosch spricht. Die Installation, da zeigen wir euch nochmal, wie das geht in einem einzelnen Video, aber auch da kann ich schon mal grob verraten, es ist nicht schwer, es ist sehr einfach, es ist gut verpackt, gut erklärt alles von Bosch. Das heißt, auch wenn ihr noch nie sowas in der Hand gehabt habt, werdet ihr, denke ich, damit sehr gut klarkommen. Für einen, ich sage jetzt mal, normal großen Garten, etwas größeren Garten, ist das eine prima Sache und gebe ich diesem Bosch beide meine Daumen nach oben.
So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, packt es einfach runter in die Kommentare oder schaut beim Tinkblog vorbei. Wir geben uns hier immer richtig Mühe, jede Woche für euch ein cooles Video rauszuhauen. Jeden Samstag gibt's ein neues und wir würden uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Also los, klicken und die Glocke und einen Keks.